So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Drogöchen Popöchen. Ja, da habt ihr euch drauf gefreut, ne? Ja, sonntags mache ich keine Aufnahmen. Nee. Also eigentlich mir ist langweilig oder so, aber eigentlich ist mir sonntags nie langweilig. Folgedessen mache ich sonntags keine Aufnahmen. Und Leute, bitte siezt mich nicht. Ich meine, ich sehe zwar alt aus, hab einen Bart und hier auch grau und alles, aber hallo, wir sind im Internet, da muss man keinen siezen. Also bitte nicht siezen, okay? Dankeschön. Ich glaube, es war beim Fallen Road Video, wo mich jemand permanent gesiezt hat. So, wir sind hier zurück bei Nikolai und sind immer noch dabei, unsere Ausbildung zu beginnen zum Zauberer. Mal gucken, ja. So, ich spüre, wie es in mir in den Finger juckt und mein Körper zittert, weil ich es kaum erwarten kann, dass wir anfangen. Ich bin gespannt, wo das endet, echt. Ich verstehe nicht, warum wir heute Abend nicht einfach loslegen können. Weil du noch nicht bereit bist. Was bist du das denn? Wann bin ich denn bereit? Doch, bin ich wohl. Und ob ich das bin, ich fühle mich fit und habe große Lust, meine Grenzen auszutesten. Ich glaube, er will es erstmal theoretisch erweisen. Das ist kein Spiel, sondern Rufchen. Im Gegenteil, wir werden vorsichtig vorgehen. Musen. Ich bin auf einmal total frustriert. Dabei hatte ich doch gedacht, ich würde meinen Horizont erweitern. Und nun soll ich mich noch gedulden? Nikolai legt mehrere Bücher vor mich hin, bis sie alle einander beeindruckenden Stapel ergeben. So, mein Kind, lese das erstmal durch. Die sind für dich. Nimm sie mit in dein Zimmer und lies sie in Ruhe durch. In Ruhe? Alle? Von vorne bis hinten? Ich bin auf einmal deutlich weniger motiviert. Ja, das kann ich mir vorstellen. Hätte ich gewusst, dass ein Zauberin zu werden bedeutet, sich durch unendlich viele Bücher zu kämpfen, hätte ich mir das noch einmal überlegt. Ja, ich kann zwar, aber mach, wie ich kann. Kein Problem, muss nicht lesen. Ehrlich mal, Nikolai, wo soll ich denn die Zeit hernehmen, die alle durchzulesen? Zwischen den Kursen, den Hausaufgaben und den Prüfungen? Zudem muss ich auf Lori aufpassen. Und das sollte kein Problem sein. Solange du auch noch Zeit zum Ausgehen findest. Was? Oh, du Arsch, Alter. Was? Ich fühle mich ein wenig schuldig. Ich frage mich, was er sich erlaubt. Das frage ich mich allerdings auch. Ey, ich träume wohl. Ein einziges Mal war ich aus. Wie sehr? Wir gönnen uns ja ein paar Wochen mal sprechen. Ja. Alter, ich finde schon Zeit. Er lehnt sich zurück und... Ja. Und sieht mich lange an. Ja, ist wohl stolz auf sich. Du hast mich gebeten, dir zu helfen. Und das tue ich nun. Ich verstehe, dass du da ein wenig lustig findest. Aber du wirst wohl durch müssen. Es ist sehr wichtig, erst einmal die Theorie zu beherrschen, bevor wir uns an die Praxis machen. Das gilt für alle, nicht nur für dich als Zauberin. Achso, als Vampir muss man aufwissen, wie man seine Zähne rausmacht und richtig zubeißt, um mehr Blut rauszusaugen oder was? Hä? Hä? Ich hasse es, wenn er recht hat. Er ist ein richtiger Spielverderber, aber ich muss mir immer wieder sagen, es ist nun mal so. Ja, das ist nun mal so, ist aber sehr unbefriedigend. Ich blätter mit den Fingern geschwind durch die Seiten. Okay, fertig. Ich bin hippelig, ich bin durcheinander, hippelig. Glaubst du, dass ich eine gute Zauberin sein werde? Das liegt ganz alleine bei dir. Nimm diese Bücher, studiere sie und sei geduldig. Ich meine, Voldemort war ja auch kein guter Zauberer, oder? Mich fröstelt's beim Gedanken an das Feuer, das in mir brennt. Lass uns doch mal ein bisschen Nikolais Haare so ein bisschen stutzen mit unserer Kraft der Gedanken. Das, was ich gefühlt habe, wird dermaßen stark, das ist irgendwie schon etwas furchteinflößend. Was, wenn ich nicht schaffe, das alles zu beherrschen? Wenn meine Kräfte stärker sind als ich und ich irgendwann platze? Um das zu verhindern, arbeiten wir ja zusammen daran. Ich werde dir helfen, solange du nicht schon anfängst zu maulen, nur weil du ein paar Buch lesen musst. Ich lächle ihn leicht zerknirscht an. Das ist auch ein Fehler, ne? Dass da Sahnetrüffel entsteht. Außerdem haben diese Bücher nichts mit gemein, die in der Bibliothek sind musst. Nee, das glaube ich auch. Ich lächle mild, dann will ich das mal glauben. Fasziniert überfliege ich die ersten Seiten. Dann mache ich mich mal an die Arbeit. Okay, wir müssen jetzt ein bisschen buseln. Nein, ein bisschen Gatte legen. Komm, ich drücke ja schon 20.000 Mal drauf. Okay, ich muss darauf drücken jetzt mal. So, ja, klar, war Werbung. Oh, wow, es geht weiter. Meine Güte, das war gerade eine Odyssee. Aber diesmal habe ich es nicht aufgenommen. Ey, was ist hier los? Dann mache ich mich mal an die Arbeit. Gut, also dann, ich muss anfangen zu lesen. Ciao, ne?
Wenn du Fragen hast, kannst du jederzeit zu mir kommen. Der Stoff ist nicht leicht und zu verstehen. Kann ich mir vorstellen. Ich krümmel noch ein bisschen aus dem Protest vor mich hin und nehme dann den Stapel Bücher in die Hand. Hasta luego. Pass aber auf, das sind alles Originalausgaben. Wahrscheinlich einmal Seite auf gleich Staub oder was. Ich sehe noch einmal leicht genervt an und verlasse dann das Zimmer. Hasta luego. Der Weg, die Treppe hinauf zu meinem Zimmer war echt eine Qual. Voll beladen mit so den schweren Büchern. Musste ich ganz schön kämpfen und dachte, ich schaffe es nicht. Als ich angekommen bin, lege ich die Bücher vor sich auf mein Bett. Danach schaffe ich meinen Regalen ein bisschen Platz und stelle die Bücher hinein. Das erste hole ich sofort wieder raus und lege es für später auf mein Bett. Eine Dusche nehmen, etwas Musik hören. Musik finde ich gut. Ich nutze meine Freizeit und nehme meine Kopfhörer und endlich mal wieder mein Lieblingsalbum zu hören. Ja, das war's. Schon wieder für heute. Ich sehe seine Serien doch. Oh, Alter, wir haben Subway? Alter, Leute, ihr habt einen Subway aufgemacht. Nee. Alter, das kleine Schleswig kriegt ein Subway. Ja! Geil, Alter! Ja, fressen! Ich bin hier gerade durch Zufall irgendwie hier, weil Inka was wollte von der Apotheke und dann sehe ich hier Subway. Aber er hat noch nicht auf, ne? Nee, der macht aber bald auf. Oh, geil, Mann! Okay, sorry. Also, das hat damit nichts zu tun. Ich freue mich einfach nur über Subway, geil. So.